glaube, ich habe jetzt einen Spot gefunden, wo ich das erste Mal alleine wild campen werde. Ich bin hier in so einen kleinen Feldweg rein. Hier links von mir ist so ein kleines Tal, sag ich mal, wo ein kleiner Bach längs läuft. Ich denke mal, das war mal ein Fluss, der größer war, aber ausgetrocknet ist wahrscheinlich. Und da kommt gleich eine grüne Wiese am Fluss. Und ich denke mal, da werde ich gleich mein Zelt aufschlagen. Für meine erste Nacht ganz alleine in der Natur. Ich bin gespannt. Bin gespannt, ob ich ruhig schlafen werde. Bin gespannt, ob ich die Nacht überleben werde. Nein, überleben werde ich sie. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf diese Nacht. So, das ist der Ort des Geschehens. Hier werde ich schlafen heute Nacht. Da hinten ist der Fluss, da werde ich nachher schön baden drin. Dann denke ich mal, werde ich so da hinten irgendwo an diesem kleinen Wall werde ich mein Zelt aufschlagen, dass ich ein bisschen versteckt bin, nicht ganz so auffällig ist. Ja, dann mache ich mir schön mein Essen und dann wird geschlafen in der Natur. Zum ersten Mal. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Das hab ich noch nicht so richtig gemacht und auf keinen Fall habe ich das alleine gemacht. Lenny und ich haben das einmal zusammen gemacht im Wald, aber da war man nicht alleine. Das ist nochmal was anderes, glaube ich. Ja, ich bin gespannt, wie es jetzt wird, aber ich freue mich drauf. Ich bin jetzt auf der Suche, wo ich mein Zelt aufbauen kann, weil hier dieser Hang ist sehr vermüllt, also da liegt viel Müll. Hier sind Stromleitungen, da will ich auch nicht unbedingt drunter schlafen. Deswegen muss ich mal gucken, wo ich mein Zelt jetzt genau aufbaue. Ich will auch nicht so mitten in der Mitte, damit ich vielleicht nicht direkt gesehen werde. Dass ich noch ein bisschen versteckt bin, aber irgendwie mal gucken. Ich finde bestimmt noch was. Ich bin fündig geworden. Ich habe einen Platz hier, wo mein Fahrrad steht, werde ich heute Nacht nächtigen. Hier ist es eben. Und ich werde von der Straße oben aus nicht direkt gesehen. Wenn hier jemand rauffährt auf diese Wiese hier, dann sieht er mich. Aber man würde mich so oder so sehen, wenn ich hier irgendwo zelte. Also auch wenn ich da ganz, ganz dran zelten würde. Man würde mich trotzdem sehen, wenn man hier auf der Wiese ist. Also das Risiko gehe ich jetzt ein. Ich denke, das wird gut. Jetzt heißt es Zelt aufbauen. Das muss noch trocknen. Das ist noch nass von letzter Nacht. Ja. Und dann baden und Abendessen. So, das Zelt ist jetzt zum Trocknen aufgestellt. Ich hoffe, das trocknet, bis ich schlafen gehen will. Und für mich geht es jetzt da rein, zum Schwimmen, zum Baden, zum Duschen, wie auch immer. Das Wasser wird eiskalt sein, aber ich werde es genießen. Frisch! Es ist sehr, sehr kalt. Unglaublich, wie viel wohler man sich immer nach so einem Bad oder auch einfach nur, wenn man sich ein bisschen gewaschen hat, fühlt. Das ist, wenn man den ganzen Tag Fahrrad gefahren ist und dann sich abends waschen kann. Oh, die Sonne. Und sich dann abends einmal gewaschen hat, das ist so ein schönes Gefühl. Und dadurch lerne ich, die kleinen Dinge zu schätzen. Ich weiß es jetzt, seitdem ich auf dieser Reise bin, viel, viel mehr zu schätzen, was das heißt, wenn ich mich wirklich einfach nur waschen kann. Nicht mal eine Dusche, einfach nur waschen reicht mir schon. Das ist so ein schönes Gefühl und ich habe es so sehr zu schätzen gelernt, dass ich das abends machen kann. Das ist wirklich verdammt schön. Es ist so schön. Da hinten geht die Sonne unter. Ich habe einen wunderschönen Platz zum Schlafen gefunden. Die Nudeln kochen gerade. Das Abendessen ist gleich fertig. Oh Gott, vorsichtig. Es ist einfach nur schön gerade. Das erste Mal Wildzelten. Ich habe ein richtig gutes Gefühl. Das erste Mal alleine Wildzelten.
Und dieser Platz ist einfach genial. Genial. Frisch gewaschen. Es kann so schön sein. Die Berge hier im Hintergrund. Die Berge auf beiden Seiten. Es ist schön, die Sonne geht unter. Ich wiederhole mich, aber das ist mir egal. Es ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Letzte Nacht alleine Wildzelten war mega. Ich habe gut geschlafen, nicht durchgeschlafen. Das habe ich aber noch nie im Zelt. Der Platz, der war richtig gut. Ich habe mich heute Morgen noch mal gewaschen. Ich war die ganze Nacht alleine. Heute Morgen kam dann gegen 9, nee, 8:30 kam ein Auto. Wir haben irgendwie aus dem Fluss Steine gesammelt. Ich habe keine Ahnung, was die da vorhatten oder so, die haben aber auch nichts gesagt, die haben nicht gegrüßt. Und dann kam heute, jetzt eben, kurz bevor ich los bin, kamen noch 4 Kinder mit Plastikeimern, die da irgendwie Bären gesammelt haben. Und die sahen wirklich sehr arm aus. Also denen hat man angesehen, dass sie nichts haben. Und selbst die haben mir was zu essen angeboten. Selbst die Kinder, die nichts hatten, wirklich nichts hatten, haben mir was von ihrem Brot angeboten. Und ich finde, das zeigt, wie die Menschen hier sind. Also, in Deutschland würde es nicht solche Kinder geben, aber ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist hier eine ganz andere Mentalität. Die Menschen sind hier anders. Sie sind meiner Meinung nach freundlicher. Nach dieser wunderbaren Nacht bin ich jetzt wieder auf der Straße. Es geht weiter in Richtung Istanbul. Ich bin gespannt, was ich noch erleben werde. Aber diese Nacht, die erste so wirklich richtige Wildzeltennacht und dann auch noch in einem fremden Land, Bulgarien, wo ich vorher noch nie war. Es war wirklich eine Erfahrung, über die ich mich jetzt im Nachhinein freue. Also das Gefühl, im Zelt zu liegen, während du ganz genau weißt, hier kann jetzt jederzeit jemand kommen, aber gleichzeitig dieses Gefühl von Freiheit, weil du weißt, das kann ich immer machen. Ich kann immer irgendwo ranfahren, mein Zelt aufbauen und hier schlafen. Und das ist ein Gefühl von Freiheit, was ich wirklich zu schätzen gelernt habe auf dieser Reise jetzt.
Das ist wirklich krass, wie frei man sich fühlt, wenn man da im Zelt liegt. Spontan dazu entschieden, dass ich jetzt gleich einen Paragliding-Sprung mache. Ja, ich bin mal gespannt, was das wird. Ich lasse mich überraschen. Gleich geht's los. Gleich fliege ich da runter. Er macht das einfach in Crocs. Gut, ich habe feste Schuhe an. Ja, ich bin gespannt. You see it? Yeah, the bush is moving. Ah. See it, feel it. It's a sock also. It's not your first time, I guess. A second. Ah, okay, great. Yeah. Okay, ready? Yeah. Run. Oh. One step in the front. Oh, good. What? How do you feel? Amazing. It was. Oh, okay. It was really. It was a really great adventure. Ich bin jetzt unten und es war einfach ein Erlebnis, was. Und, ja, unbeschreiblich. Ich weiß nicht, man hat es wahrscheinlich gesehen, ich war nur am Lächeln die ganze Zeit. Es war wirklich unfassbar schön, da runter zu gleiten mit dem Wind. Das war eine Erfahrung. Unfassbar schön. So, jetzt bin ich wieder in meinem gewohnten Terrain unterwegs. Auf der Straße mit dem Rad.
Heute ist nicht so eine lange Strecke, ich bin gleich schon da, wo ich sein will. Hab noch so ungefähr 10 Kilometer. Und da will ich dann heute, nee, morgen, will ich da eine kleine Wanderung machen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das wird. Aber jetzt ist erstmal wieder Fahrradfahren angesagt. Zimmer genommen, denn ich will morgen früh von hier aus eine Wanderung machen, die dann 2 Tage dauert und danach komme ich dann wieder hierher und schlafe dann noch eine Nacht hier, dann war ich noch am Laptop. Ja, jetzt gehe ich gleich schlafen und morgen früh geht es dann los zur Wanderung, die erste Wanderung auf dieser Tour. Ich bin gespannt. Die Route wurde mir von meinem Warm Showers Host in Sofia empfohlen. Also ich bin sehr gespannt, was morgen auf mich wartet. Wir werden es sehen. Also jetzt hast du zum ersten Mal Gepäck und Fahrrad hier lassen. Hier stehen jetzt meine Taschen. Die kann ich hier in der Unterkunft, wo ich war, kann ich die lassen. Rucksack ist geparkt. Jetzt geht's auf meine erste Wanderung. Ich bin gespannt. So, ich habe jetzt die Straße verlassen. Hier geht's jetzt hoch auf den Wanderweg. Hier steht, es dauert 6,5 Stunden. Ich bin mal gespannt. Also, auf in die Wanderung. Die Höhenmeter kommen. Also ganz ehrlich, ich bin jetzt vielleicht 2 Minuten unterwegs, aber das ist doch kein Wanderweg. Geht hier einfach so durch die, ach, weiß ich nicht, was das ist. Ist einfach zerkluftet hier und hier geht man längs. Thank you.
ganz anstrengend. Aber da oben, ich weiß nicht, ob man das sieht, da ist der Turm, wo ich hin will. Das Ziel ist in Sicht. Und diese Aussicht, für die lohnt es sich. Den Weg, da bin ich längst gegangen. Ich bin oben angekommen. Ich habe es geschafft. Da oben ist der rote Turm, den ich heute Morgen schon gesehen habe, wie er ganz klein war. Da oben, der rote Turm. Hier in dieser kleinen Hütte da habe ich schon ein bisschen was gegessen. Da schlafe ich heute Nacht. Ist wirklich nur das Nötigste, ist ein klapperiges Hochbett. Aber besser als nichts, würde ich behaupten. Es ist verdammt kalt hier oben. Ich bin jetzt auf knapp 2400 Metern Höhe. Ja, das ist ziemlich hoch, finde gedacht, ich brauche jetzt ein bisschen, um das irgendwie zu flicken. Angekommen auf 1400 Metern Höhe,